Es ist eine Binsenweisheit, aber es ist so. Jeder Mensch erlebt Situationen und macht Erfahrungen, die ihn belasten. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt der Volksmund. Jesus Christus hat es uns vorgelebt und unsere Lasten auf sich genommen. Seinem Vorbild sollen wir folgen. So schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Christen in Galatien: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und damit herzlich willkommen zu unserer Online-Andacht St. Jakob at Home zum Wochenspruch für die Woche nach dem vierten Sonntag nach Trinitatis. Gott ist bei uns, wo immer wir jetzt sind. Er kennt uns und weiß, was uns belastet. Und er weist uns aneinander, dass wir einander entlasten und einer des anderen Lasten tragen. Einer trage des anderen Last. Wie soll das praktisch funktionieren? Ich stelle mir ein Paar auf einer Wanderung vor. Der eine trägt einen Rucksack mit Wasser und Proviant, Sonnenmilch und Regenjacken. Der andere eine Kraxe mit einem schlafenden Kleinkind. Zwischendurch tauschen die beiden. Manchmal läuft das Kind auch ein Stück, dann ist die Kraxe federleicht. Und die Erwachsenen können sich einigen, wer die Last trägt und wer verstärkt auf das Kind achtet und es wo nötig an die Hand nimmt. So teilen die beiden gemeinsam die Last und die Verantwortung. Manche Lasten kann man ja ganz einfach gemeinsam tragen. Auch wenn man dabei unter Umständen ins Schnaufen kommt. Getränkekästen zum Beispiel oder Möbelstücke bei einem Umzug. Doch es gibt auch Lasten im übertragenen Sinn, die kann man jemandem meist nicht so leicht abnehmen. Krankheit zum Beispiel, Trauer, Angst, wirtschaftliche Not, die Erfahrung von Ausgrenzung, Schuld und Scheitern. Manchmal kann man auch bei solchen Belastungen tatkräftig mit anpacken. Jemanden Aufgaben abnehmen, finanziell unter die Arme greifen, etwas erklären oder hilfreiche Kontakte herstellen. Das Wichtigste aber ist zuhören und ehrliche Anteilnahme zeigen. Das erleben viele Menschen als tröstlich, ermutigend und ein Stück weit entlastend. Einer trage des anderen Last, heißt aber nicht nur, aufmerksam zu sein für das, was andere belastet und ihnen beizustehen. Einer trage des anderen Last heißt auch, bereit zu sein, sich selber helfen zu lassen und Lasten abzugeben. Das ist für viele Menschen mindestens genauso schwer. Denn das bedeutet, sich eingestehen zu müssen, dass etwas zu viel ist oder überfordert, dass Unterstützung hilfreich wäre. Das bedeutet, Schwäche, Ratlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit zuzugeben und zu zeigen. Und wer steht schon gern als Loser da? Es dauert eine Zeit, bis man begreift, dass Schwäche zeigen können eine Stärke ist, weil Lasten teilen und gemeinsam tragen weiterhilft und alle stärkt und die Gemeinschaft untereinander. Ich erinnere mich noch gut an eine Situation vor vielen Jahren, als die Mitarbeiterinnen in einer Kita, für die ich verantwortlich war, mit einem verhaltensauffälligen Kind nicht wirklich zurechtkamen. Es hat etwas Überredungskunst gekostet, sie zu überzeugen, die Fachaufsicht im Landratsamt um Beratung zu bitten. Das Team wollte ja nicht als unfähig oder überfordert dastehen. Aber letztlich haben sie zugestimmt und wir haben umgehend engagierte, kompetente Unterstützung erhalten, die für alle Beteiligten ein Gewinn war. Das hat die vertrauensvolle Zusammenarbeit gestärkt. Lasten abnehmen, Lasten abgeben, Lasten teilen. Ich denke, der springende Punkt ist zu erkennen, dass die Last eine gemeinsame Last ist. Dass die individuelle Belastung Einzelner als gemeinsame Aufgabe wahrgenommen wird, die auch gemeinsam oder eben abwechselnd zu schultern ist. Das Coronavirus SARS-CoV-2 war eben nicht nur ein Problem von ein paar Markthändlern weit weg in China.
und die hohe Infektionsrate unter Arbeitern in der fleischverarbeitenden Industrie in Gütersloh ist nicht nur ein internes Problem dieses Betriebs. Die Geschäftsaufgaben in Gastronomie und Handwerk sowie der Arbeitsplatzverlust zum Beispiel im Bereich einer großen Warenhauskette betreffen uns alle und wir alle sind auch durch unser Kaufverhalten daran beteiligt. Auch die Versteppung Afrikas aufgrund des Klimawandels, die Verwüstung ganzer Länder durch Krieg und die dadurch bedingte Flucht von mittlerweile 80 Millionen Menschen sind nicht nur ein lokales Problem. Doch es stimmt mich zuversichtlich, wenn ich sehe, dass Menschen die Verantwortung zur Minimierung der Ansteckungsgefahr nicht auf die Risikogruppen abschieben, sondern zu ihrer Sache machen. Oder wenn Spenden eingehen für den Nothilfefonds von Mission Eine Welt oder für Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe. Oder mit wie viel Enthusiasmus und Ausdauer das bereits 2007 initiierte Projekt der Grünen Mauer quer durch Afrika betrieben wird. Bis 2030 sollen zehntausende Quadratkilometer mit Bäumen bepflanzt werden, um zum einen die Wüste Sahara daran zu hindern, sich immer weiter auszubreiten und zum anderen fruchtbaren Boden zu erhalten bzw. wiederherzustellen und bebauen zu können. Zudem wird durch die Bäume CO2 gebunden, das Klima verbessert und der Grundwasserspiegel gehoben. Es werden Erdrutsche verhindert und unzählige Arbeitsplätze geschaffen, die Menschen ermöglichen, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das sind für mich ermutigende, praktische Beispiele, wie wir alle der Aufforderung von Paulus nachkommen können: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, du hast die Gebote, die Gott uns Menschen gegeben hat, damit unser Leben und Zusammenleben gelingt, im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hast du auch selber vorgelebt und die, die dir nachfolgen, aufgefordert: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So bitten wir: Hilf uns, dass wir Lasten und Belastungen als gemeinsame Aufgabe erkennen und tragen. Zeige uns, wo wir gebraucht werden und wo wir selber Hilfe finden können. Und wenn wir an unsere Grenzen kommen, dann hilf du uns tragen, was zu schwer für uns ist. Amen. Bleiben Sie behütet. Gehen Sie mit offenen Augen, Herzen und Händen durch die Welt und seien Sie gewiss, Gott ist Ihnen nah.